Drei Profis gegen 30 Kinder, das Spiel durfte ich pfeifen. Ich war beim TSV 1860 München, wo ich von deren Hauptsponsor die Bayerische eingeladen wurde. Hier mal das Trikot, was extra für die Kids gemacht wurde. In dieser Kabine durften sich die Kids wie die Profis fühlen und hier haben sie sich umgezogen. Natürlich wollte ich mich auch wie ein Profi fühlen, deshalb habe ich die gelbe und die rote Karte mal eben mit eingesteckt. Die Kinder haben natürlich alle schon draußen gespannt gewartet. In der Zeit habe ich einfach mal ganz kurz das Tor kontrolliert, was ein Schiri mal so macht. Und dann hieß es 30 Kinder gegen Julian Guttau, Finn Lakenmacher und Michi Glück. Nur das Glück, das lag bei den Kids, denn sie haben das allererste Tor geschossen. Naja, gegen 30 Kinder zu laufen, das ist nicht einfach. Aber die Profis haben natürlich alles gegeben und haben natürlich zwischendurch auch mal gezeigt, warum sie in der dritten Liga spielen. Am Ende wurden dann noch Fotos gemacht, es wurden Autogrammkarten verteilt und das war Tag 2 von Die Junge Löwen Rudelwoche. Seid gespannt, was die Bayerische und ich uns noch so ausgedacht haben.